Hallo ihr Lieben und einen wunderschönen Samstagabend. Und willkommen zurück zu Foundation. Ja, das sind wir wieder. Ne? Ja. Wie ihr seht, hat sich noch nichts getan. Ich habe jetzt hier nicht ein bisschen weitergebaut, wie ich es dann doch immer in Shrouded mache. Ne? Aber ja, ne? Das läuft. Es läuft hier auch ohne mich. Ne? Also, eigentlich kann ich das Spiel so laufen lassen, ne? Die machen das schon alle von alleine. Ne? Überhaupt kein Ding. So, dann würde ich sagen, wir widmen uns weiter dem kleinen, niedlichen Klösterchen, ne? Was da denn so kommen mag. Aber wir haben natürlich Samstag, das bedeutet, der Jeffrey-Report wartet auf uns. Jawohl. Und den krusche ich jetzt mal hier aus den Tiefen meines zweiten Monitors hervor. Und da ist er schon. Ach, da ist er ja. Na, fangen wir mal an, ne? So, Foundation Folge 090. Die Idee, dass die Neuankömmlinge am Dorfzentrum bleiben, bis sie einen Job von dir bekommen, ist zwar gut und war anfangs auch so, weit ich mich erinnere, aber leider sind die Neuankömmlinge seit ein paar Updates von Anfang an leibeigene und die brauchen dann gleich eine Unterkunft, sobald du sie ins Dorf aufgenommen hast. Ja, das ist leider so. Ne? Mir hat es vorher besser gefallen, dass die da am Dorfplatz rumgelungert haben. Na, aber naja, solange wir keine Funktion bekommen, dass mir ja einzelne Dorfbewohner quasi direkt Häusern zuweisen können. Naja, aber ein anderes Thema. Na. So, zwei kleine Wasserbrunnen, die man Rücken an Rücken stellen kann, würden zwischen solchen Eingangsbögen wie die vom Klostereingang bestimmt auch gut aussehen. So dass man einen sieht, wenn man das Klostergelände betritt und einen beim Verlassen des Klosters sehen kann. Vielleicht ist das ja eine Idee für einen weiteren Klostereingang, falls noch welche links und rechts vom gesamten Klostergelände dazukommen sollten. Ich werde mir deinen Wunsch natürlich im Hinterkopf behalten und aufgrund meines Alters natürlich wieder vergessen. Ja, ich habe deine Randbemerkung in der E-Mail schon gelesen, Jeffrey. Na? Naja, wie fühlt man sich? Ne? Ich meine, ich habe mir jetzt den 32-Zoll-Monitor rausgelassen, ne? Eben aufgrund meines Alters. Ne? Plötzlich sehe ich Dinge, die ich vorher überhaupt nicht gesehen habe. Ne? Also von daher, so fühlt man sich. So, wo bin ich denn? Die großen Türen für die Klostergebäude kannst du auch etwas in die Gebäude reinschieben, sodass sie nicht so weit rausstehen. So hatte ich das mal bei meinem Kloster gemacht und die Türen sind auch benutzt worden. Stimmt, aber das vergesse ich immer wieder. Aber ich finde es trotzdem... Warum? Wir haben überall diese kleinen, flachen, süßen Türen, ne? Aber nein, bei solchen Dingern hauen sie dann irgendwelche riesengroßen Türen dran. Ne? Eingangspforten der Hölle. Ne? Das wird es wahrscheinlich sein. Guck mal hier, so eine Tür hätte vollkommen gereicht. Ja, aber gut. Na ja, gut. Schauen wir mal das nächste Mal, schiebe ich es mal ein bisschen rein und dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Foundation Folge 091. Ich musste echt so lachen, Gleiskit, als du wegen einen Millimeter an den Giebelfenstern von dem einem Klostergebäude rumpositioniert hast, denn sonst ist bei dir ja sogar ein Meter kein Maß. Ich hau mich weg vor Lachen. Hallo? Na, das ist das mit dem neuen Monitor. Auf einmal siehst du Dinge. Na, ich brauch sogar keine Brille. Das ist faszinierend. Faszinierend. Ich glaube, bei mir am Hauptbauhof hatten wir schon einen Skulpturmeißler. Wenn er nicht dort sein sollte, ist er irgendwo anders. Auf jeden Fall haben wir einen. Jetzt haben wir zwei. Ganz kurz und knapp. Jetzt haben wir zwei. So, was ist das? Alter, musst du so einen Brüller bzw. Schenkelklopfer bringen, wenn ich gerade etwas schreiben wollte? Ich zitiere, ich muss gleich aufs Klo, wenn das hier so weiter plätschert. Bin dabei voll von der Tastatur, dem Tisch und der Couch abgerutscht. Tränen vor Lachen im Gesicht. Oh, das tut mir schrecklich leid, Jeffrey. Na, also, ich bin natürlich immer um dein leibliches Wohl besorgt. Ne? Also, solltest du dir vielleicht bei den nächsten Folgen einfach ein paar Kissen auf den Boden legen. Ne? Dann fällst du weicher. Und von dem ganzen Lachen habe ich glatt vergessen, was ich schreiben wollte.
Ich kann nicht mehr, muss immer noch lachen, aber ich kann dich beruhigen, das soll alles mit dem Alter kommen und dran liegen. Ich trage noch keine Inkontinenzwindeln. Das möchte ich jetzt mal hier. Ich bin zwar alt, aber so alt bin ich jetzt auch noch nicht, ne? Wollen wir noch mal festhalten. Oh, das war's schon. Gleiskind, ich danke dir für doch sehr, was? Räuschbar. Gleiskind, ich danke dir doch sehr für doch sehr entspanntes Foundation-Wochenende. Bin immer wieder erstaunt, was du alles aus deinen Ideenkisten ausbuddelst. Hut ab. Wünsche dir und allen anderen hier auf dieser Funkwelle ein schönes, sonniges Wochenende. Euer Jeff. Ach, man merkt schon, die Reduzierung auf 2 Folgen am Wochenende, die tun dem Jeffrey ganz gut. Na, er ist viel entspannter geworden. Na, das ist schon festgestellt. So, dann mache ich mal den Jeffrey Report wieder zu. Dann sehe ich auch mein Aufnahmeprogramm. Läuft alles super. Super. So, und dann haben wir ja jetzt hier noch 55 Minuten entspanntes Foundation Horns. So, also, der Plan ist ja von mir, dass wir hier so einen kleinen Rundgang gestalten. Ich würde auch sagen, dass wir die Unterkünfte für die Mönche, ich weiß gar nicht, was habe ich denn eigentlich hier gebaut? Schatzkammer. Okay. Why not? No. Dass wir quasi den Weg hier weiterführen und der mündet hier in der Mitte in so einen kleinen Campus. No? Das ist so der Plan. Erstmal so der grobe. No? Und da hinten kommt dann quasi hier, möchte ich ganz gerne an dem Berg dann die Klosterkirche irgendwie ansiedeln. No? Das wäre jetzt mal so der Plan. Und hier geht es dann mehr oder weniger dann in diesen Rundgang, no? Der dann in dem Weg zur Klosterkirche, Dom, Kathedrale führt und daran angesiedelt dann quasi die ganzen, ja, Gemüsebeete und Co. Ne? Paar Bienen und tralala. Ne? So, dann bereiten wir mal den Weg hier vor. Das bedeutet, ich muss mir jetzt mal ganz schnell hier mal die Aladin holen. Da ist sie doch schon. Hoffentlich kriegen wir bald besseres Wetter hier. Also im Spiel, ne? Hier haben wir ja schnuckelige 30 Grad irgendwie gemeldet. Keine Ahnung, Klimawandel lässt grüßen. Das ist, ja. Na, so, gucken wir mal. Ich freue mich jetzt schon wieder. Jetzt fängt mein Dachgeschoss Sommer dann eigentlich schon im April an. Das ist auch nicht schlecht, ey. So, jetzt machen wir erstmal die ganzen Bäumchen weg. Und zwar die ich erstmal für den Weg brauche. Da können wir hier mal ein bisschen üppiger wegnehmen. So. Und hier und da. Ja, das reicht erstmal. Und dann setze ich mal hier den Weg weiter fort. So. Hatte ich da die Dinger genommen? Ja. Na, den lassen wir jetzt mal hier einmal so durchlaufen. Das ist halt der durchlaufende Posten. Na, so. Und dann, ich würde vorschlagen, wir machen auf einer Seite quasi die Gelehrten klitschen, ne, und auf der anderen Seite dann die Unterkünfte. Ich muss jetzt nur mal ganz kurz hier grob festlegen, wie das ist, wenn wir das hier weiter ziehen. So. Und dann hier auch so hochgehen. So. Tam, 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 tam. Dass ich das einigermaßen mal im Blick habe, welchen Platz ich denn überhaupt zur Verfügung habe. Na, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie viel haben wir denn hier genommen? Wie sind das? 1, 2, 3, 4, 5. Das kann nicht sein. 1, 2, 3, 4, 5, 5, ne? Ich gehe jetzt mal von 5 aus. Drei, vier, fünf. So. So ungefähr. Ja. Ich denke mal ja, ne? Ich denke mal ja. So. Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Das müsste einigermaßen passend aussehen. Gut, dann bauen wir das mal.
Tada, tada. So, jetzt mal gucken. Ja, das schaut schon. Schaut schon ganz nett aus. Das schaut schon ganz nett aus. So. Und dann wird man quasi hier die Gebäude hinsetzen. Mache ich da erst den Weg. Komm, wir machen mal hier den Durchgang. Dum, 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 dum. Wupp, wupp. Und zwar hier. Hier. Und dann einmal quer rüber. So, das müsste jetzt mal. Warte mal. T ausschalten, dann können wir das hier dran ditschen. Das läuft. Das läuft. Gut. Halt. So. Ja, doch. So ist doch schon, so ist doch schon mal ganz nett. Nur die Frage. Kloster, Kloster. Nebengebäude hinzufügen. So. Ich würde vorschlagen, wir machen diesmal ein gemischtes Kloster. Weil wir sind ja weltoffen, ne? Klostergarten noch nicht. Hospizium haben wir schon. Das brauchen wir noch nicht. Auf den freue ich mich schon wieder. Das kommt später. Das brauchen wir auch nicht. So, dann machen wir erstmal hier die Mönche. Die Mönche. Wo packen wir die denn? Was packen wir die denn rein? Was haben wir denn hier Schönes, was einigermaßen auch noch nett ausschaut? Das wäre das hier. Ja, wenn man das hier so ein bisschen ransetzt. So. 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 Das geht schon mal hier so weit in Ordnung. Machen wir dann rustikalen Turm dran. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir da nicht zwei Gebäude gleich nehmen. Damit hier ein bisschen Leben in die Bude kommt. Deswegen würde ich vorschlagen, machen wir hier noch. Nehme ich so eine oder nehme ich das? Ich glaube, das ist, glaube ich, besser, ne? Ich glaube, das ist besser, wenn man das hier so dran setzt, so, und dafür das dann ein bisschen größer macht, damit das Dachfenster da nicht so, da müssen wir sogar noch ein Stück höher, so, so ist das in Ordnung. Warum hat das Ding eigentlich überhaupt keine Fenster? Warum hat das Ding hier keine Fenster? Weil es ein Gang ist. Okay. Okay. Dann lass mal das mal lieber, ne? Wie schaust denn du aus? Du hast Fenster, ne? Ja. Die Fenster. So. Dann hier noch wegen dem Dachfenster. Das ein bisschen höher ziehen, das passt. Mhm. Dann machen wir nämlich hier noch. Passt du da irgendwie rein? Ich wollte den eigentlich hier so haben. Warte mal. Dann müssen wir freihändig machen. Tisch müssen wir freihändig machen. So. So können wir das machen. Das schaut gut aus. Das lassen wir. Nee, das lassen wir. Jo. Jo. Passt doch. Das passt doch. Und jetzt lassen wir kicken, was wir noch so haben. Bam, bam, bam. Ja, dekorieren machen wir später. Das machen wir mal aus. Dann hätte ich gesagt, machen wir hier eine Tür hin. Wa? So. Dann ist alles eingeschlossen. Ja. Ich bin nur überlegen, ob wir nicht. Warte mal, wenn ich das jetzt verschiebe, schiebe ich dann alles? Ja, bis auf den Turm, ne? Dass wir hier noch ein Stück weiter zurückgehen. So. Oh, endlich Sonne. So. Also im Spiel mag ich es ja, ne? Sonne. So, wenn ich jetzt hier so reingehe, dann bin ich hier einigermaßen so weit davor.
Ja. Das ist so gebongt, hätte ich gesagt. Und dann machen wir nämlich hier noch eine Tür. Und dann mal, jetzt probieren wir das mal aus. Was der Jeffrey gesagt hat, wenn wir das da reinschiebe. Das ist nicht ganz so weit drauf schauen. Da haben wir das Problem mit dem Fenster. So decke ich ja die Fenster ab und so schauen sie oben raus. Ich würde hier das dann so machen. So. Ja. Dann haben wir hier noch ein paar Eingänge mehr. Es ist ja wurscht. Die sollen sich ja wohlfühlen. Muss ich das ein bisschen drehen? Muss ich das ein bisschen drehen? Kann das sein? So lasse ich das mal. Ja. So lassen wir das mal. Okay. Aber Schornstein habe ich immer noch nicht, ne? Es ist traurig. Es ist traurig. Naja. Machen wir mal die Zeit ein bisschen schneller. Damit da was passiert. Hier, das passt ja schon. Muss ich dann bloß irgendwie die Hecke noch verändern, wenn die Tür da dran bauen. Aber das, soweit sollte das klappen. Soweit sollte das funktionieren. Jetzt habe ich gar nicht geschaut, wie viele Mönche wir da reinkriegen. Ha. Und hier drüben will man dann quasi die Nonnen ansiedeln. Denke mal, das ist ein guter Plan. So, dann switche ich mal rüber. So. Ich bin nur gerade ein bisschen abgelenkt, weil ich höre nämlich eine Biene, die hier unbedingt in meine Wohnung will. Und das wäre schlecht. Das wäre schlecht. So, zack, rein. Cutie, dann machen wir hier mal den Kahlschlag. Damit wir das auch mal haben. Bum. Bummeli bum. Bum. Bum 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 bum. Bum 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 bum. Ja, ich nerv. Weiß ich schon. So, und zack. 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 Da werden wir da durch. Und dann ihr zwei weg. Du weg. So weg. Das weg. 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 So. Ja. Das wird doch langsam eines Klosters würdig, hätte ich gesagt. So, das Ding ist fertig. Da kann ich jetzt mal mich um den Eingang hier kümmern. Ich nehme den mal da noch einen rein und da noch einen rein. Und den hauen wir mal weg. So. Und damit das noch ein bisschen rund ausschaut, lassen wir das mal. So. Dann kann ich doch eigentlich den da wegnehmen und den da wegnehmen, oder? Das ist nicht mehr... Ja, obwohl es kommt. Das kann man lassen. Das ist okay. Das ist jetzt nicht so wild. Das ist jetzt... Aber die haben schon ganz schön an den Fenstern gespart bei den Gebäuden, ne? Das ist ja echt traurig. Das ist echt traurig. Was ich auch schade finde, dass wir natürlich, wir haben nur eine Mönchstatue und keine Nonnenstatue. Das ist, finde ich, dann schon wieder ein bisschen diskriminierend. Ne? Das ist schon mal nicht sehr nett. Ne? Da, 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 da. Okay. Aber gut, ist halt so, ne? Dann ist halt so. So, was machen wir denn hier mit diesem schönen Dreieck?
Machen wir da irgendwas draus oder lassen wir das, mache ich dann hier zu quasi. Hier, damit die da nicht mehr durchlatschen und die Abkürzung nehmen. Das ist eine gute Frage. War ja schon mal ein Schluck Kaffee. Das ist echt eine gute Frage. Aber wir können ja eigentlich, weil wir... warte mal, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, damit es einigermaßen gleich gut ausschaut, werden wir das jetzt mal hier so hinziehen. So, und hier so hinziehen. Und dann einfach hier so in... Hier so? Nee. So. Und dann hier so rüber. So. Damit da erstmal Ruhe ist. Und dann werden wir hier... Ups. Dann werden wir hier ganz einfach mal ein verbotenes Land draus machen. So. Das sollte genügen. Das sollte funktionieren. Kicken wir mal, ob das so funktioniert, wie ich mir das denke. So, und dann können wir hier eigentlich ein schönes Blumen... Ich sag ja, ne, also es fehlt schon, so die Mod-Geschichten, die fehlen halt, ne? Also durch den Schrumpfbuck, ne, ist das echt nicht schön. Weil wir können eigentlich im Prinzip, weil wenn ich jetzt hier die anderen Blumen reinhaue aus der Nature Decorations oder so, dann, ja, ne. Also gucken wir mal, was das andere Zeug noch so hergibt. Mod Nature Decorations. Kick mal die mal an. So, was hat man denn mehr? Nur die Büsche drin, ne? Weil die schrumpfen. Ne, die werden dann klein. Das ist ja nicht so das gelbe Mai. Gut, dann würde ich sagen, gönnen wir uns hier vielleicht nicht die Mod, sondern... Hier, guck mal. Na, basteln wir hier erstmal so eine kleine Eiche rein. So. So. Ja, die passt. Die passt. Und dann gucken wir mal. Tannen? Nö. Was haben wir denn hier an den ganzen... Ja, das ist aber nicht so dicht, ne? Was ist denn, wenn wir das ganze Ding hier mit dem voll ömmeln? Wie schaut denn das aus? Wegmachen kann ich es immer noch. Nicht so weit. Ein bisschen drehen, dass eine Abwechslung reinkommt. So, schauen wir mal. Ja, ist okay. Ist okay. Das kann man, glaube ich, so lassen. Als Auffüller. Das geht. Das passt. Als Auffüller passt das auf jeden Fall. Ja. Okay, dann können wir ja hier drüben dann quasi die Nonnen unterbringen. Ich hätte doch noch ein bisschen drehen können, ne? Ist nicht ganz so. Ah, obwohl. Es kommt immer auf die Perspektive drauf an, wie du schaust. Naja. Okay, das wird. Das ist schön. Dann haben wir hier so einen angedeuteten Weg und das ist ja nicht verkehrt. Na, solange der nur angedeutet ist und die latschen mir da nicht durch, na, geht das schon. Okay. Wird doch. Es wird. Wenn es jetzt noch fertig wird, wäre ich noch glücklicher. Schauen wir mal, jetzt warten wir hier mal ein bisschen ab, bis die das dann soweit fertig haben. Dann muss ich mir jetzt überlegen, wie mache ich es hier drüben? Wie machen wir das hier drüben? Wie machen wir das hier drüben?
Ich würde sagen, dann nehmen wir die gleichen Gebäude, oder? Also zumindest vom Typ her. Zumindest vom Typ her. Was ist denn hier mit dem Großen? Es ist schon mächtig, ne? Obwohl, wir könnten auch ein bisschen Abwechslung reinbringen, ne? So ist es nicht. Wenn man das hier so hinsetzt. So. Muss ja nicht alles gleich sein. Wäre mir dann, glaube ich, auch ein bisschen zu eintönig. Wenn wir das noch ein bisschen hochziehen. Ja. Das müsste passen. Ich bin überlegen, ob wir nicht da jeweils noch einen Glockenturm mit dran setzen, weil die ja eigentlich auch dann geweckt werden müssen und so. Ne? Raumgröße 15. Man sollte meinen, dass da mehr reingehen. Ne? Warte mal, wir müssen das Ding aber mal rumdrehen. Habe ich gerade gesehen. So. Dann schaut es schöner aus. Ne? Was könnte man da jetzt noch dran bauen? Oder lassen wir das hier einfach so? Wir könnten hier so einen schlichten. Wie schaut denn der aus? Ja, der schaut ganz nett aus. Wenn wir den irgendwie. Ach, guck mal. Da verbindet sich gleich alles miteinander. Mhm. Aber hier so. So. Dann haben wir hier ein bisschen Gebimmel. Und dann kommen wir noch so einen kleinen Kapitalsaal. Gibt es da auch was? Schlichte Steinhütte? Nee. Was haben wir hier? Schlicht? Nee, nicht schlicht. Groß, kleine. Einfacher Gang. Einfache Galerie. Das ist aber alles, klar. Unter klein verstehe ich jetzt ein bisschen was anderes da. Raumgröße 10. Es ist zu wuchtig. Das ist mir echt zu wuchtig. Wie schaut es denn jetzt hier mit den Dingern aus? Die schauen wieder ein bisschen anders aus, okay. Hier, guck mal. Das könnte man doch hier wunderbar integrieren. Wieso hat der jetzt auf einmal, weil der da mit reingeht, ne? Das wollen wir jetzt aber auch nicht unbedingt. Dann machen wir es doch lieber so. So. Ja, dann machen wir den Turm noch ein bisschen größer. Wegen dem Fenster. Ja, das passt. Das ist okay. Das ist okay, würde ich sagen. So, und dann brauche ich natürlich noch die Türen. Was ist mit dir? Ja. Warum schauen jetzt oben die Dinger raus? Dann machen wir hier auch so. Dann machen wir hier auch so einen kleinen Nebeneingang. Die kriegen auch noch so einen Nebeneingang. So. Und das schaut schon mal ganz nett aus. Ich würde sagen, das kann man lassen. Das schaut doch schon mal ganz nett aus. Gut, dann bauen wir das Teil. So. Das ist ein bisschen Scheps. Ja, es ist ein klein bisschen schepsi. Aber egal. Egal. So. Und hier hinten würde ich dann auch einfach nur mit Sträuchern irgendwie das Ganze kaschieren. So. Dann ist das hier halt ein bisschen zugewuchert. So. Und wuchert sich hier so vor. So. Passt. Und dann nehmen wir hier noch einen kleineren Baum. Wenn wir denn einen schönen finden. Was haben wir hier? Eine Eiche. Ja. Kleineren Baum, habe ich gesagt, ne? Ja, ist ja auch
jetzt nicht so groß. Nee, das schaut nicht aus. Das schaut nicht aus. Nee, das schaut nicht aus. Das schaut nicht aus. Das ginge eventuell. Ja, das ist ein bisschen eingewachsen. Wie so ein Fußnagel. Ja, das passt. Komm, lass mal. Das lass mal. So, und dann wäre die Ecke da hinten nämlich auch schon schön voll. Hier würde ich dann noch hergehen und sagen, okay. Mauer. Was nehmen wir denn da für eine Mauer? Nehmen wir da so eine? Die sich hier so anbiedert. So. Einfach, weil wir es können. Oh. Ich hätte ja gesagt. Ja. Dann haben wir hier so ein kleines geschlossenes Karree. Und das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Ja. Da würde ich dann allerdings auch was hinhaben wollen. Nur die Frage, was? Da will ich mal ein bisschen was Bunteres irgendwie haben. Haben wir denn da was Bunteres? Die Beeren? Ein bisschen Eichner. Farnstrauch. Ach ja. Ja, es ist mir zu groß. Komm, dann machen wir hier. Zack. Zack. So kann man das machen. So kann man das doch machen. Bauen. Gucken. Ja. Ist okay. Bimmelt der jetzt schon? War ein bisschen früh, oder? Das wäre ein bisschen früh. Okay, hier haben wir dann den Eingang zu dem Ding. Was machst denn du hier? Was machst denn du da? Dich brauche ich ja mal überhaupt nicht. So, Wuschi. So. Lass ich den stehen oder nehmen wir den auch gleich mit weg? Warte mal, ich würde ganz gerne hier so ein Sit-In machen für die. Deswegen hauen wir mal den Baum da weg. So. Okay, jetzt können wir uns dann hier mal ein bisschen um die Platzgestaltung noch kümmern. Da haben wir die Hecke. Die haben wir auch noch nie genommen, ne? Ich weiß auch warum. Weil ich jetzt halt bescheuert ausschaut. So. Lass mal die mal lieber weg. Wir können aber mal hier gucken, ob ich da nicht... Können wir mal eine andere Heckenfarbe nehmen. Den lassen wir dann bis hier hingehen. Den Bereich lasse ich offen. Bis ungefähr hier. So. So. Und dann lassen wir das einfach auch hier... Schon ein bisschen üppiger offen. So nämlich. Dann kann der Part hier wieder raus. Das schaut doch ganz nett aus. Ja, das schaut ganz nett aus. Das schaut ganz nett aus. Das lassen wir. Dann gucken wir jetzt mal, was wir da noch rein machen können. Okay. Machen wir da noch ein Zäunlein, dass es ein bisschen rausspitzt. Oben bei den Hecken. Lass mal gucken, was nehmen wir denn da? Nehmen wir mal das da, ne? So, dann packen wir den mal hier so hin. What? Waka waka. Waka waka. So. Und dann schieben wir das da rein. Und... Und... Tisch passt. Dann kommt Tisch da wieder weg.
Ja, das schaut schon nettisch aus. So. Okay, gut. Dann gucken wir mal, was wir bei den Verschönerungen haben. Die allgemeine Dekoration. Viva la Dekoration. Und dann können wir eigentlich das hier jeweils so davor dümpeln. So vielleicht. Ein bisschen eingewachsen. Zack. So. Und dann hier so. Muss ein bisschen reingehen. So. Und. Ne. So. Und dann hier noch. Diesen hier. So. Und an der Ecke. So. Ja, schaut doch schon mal ganz nett aus. Das schaut doch schon mal ganz nettig aus. Okay. Okay. Und dann haben wir noch. Dann hätten wir da noch. Taufbecken. Ist doch kein Taufbecken. Sollen wir mal bauen. Aber das sprudelt nicht, ne? Das ist ein bisschen langweilig. Das ist ein bisschen langweilig. Sprudelt da das irgendwas? Das da? Nee, auch nicht. Auch nicht. Das sprudelt ja gar nichts. Wenn, dann wollen wir schon ein bisschen was Sprudeliges haben, oder? Was ist mit dir? Okay, da müssen wir jetzt ein bisschen warten. Und wahrscheinlich sprudelt es dann auch nicht, aber dann ist es so. Dann ist es so. Ich hätte das ganz gerne hier so ein bisschen so im Halbkreis. Ich setze da mal die Bänke hin. Dann nehmen wir natürlich schöne Bänke. Jetzt nicht die, die finde ich immer ein bisschen zu wuchtig. Ne, für sowas. Nee, dann nehmen wir dann die Steinbänkchen. Drehen uns die mal hier so ein bisschen. Hallo? Drehen uns die mal hier so ein bisschen hin. So. So. Für die Debattierfreunde. So. Das ist okay. Jetzt kommen gleich sowieso wieder angestürmt. Und wollen da unbedingt. So. So weit, so nice. Und da können wir jetzt allerdings dann. Ich habe hier noch gar keine Büsche verbaut. Was ist mit mir los? Bin ich krank? Geht's mir nicht gut? Geht's mir nicht gut? Dass ich da noch keine Büsche rein irgendwas. Das kann doch gar nicht sein. Das kann doch gar nicht sein. Ja, wenn man hier mal ein bisschen dann so noch ein paar Büschleins mit drapiert. So. Dann sollte das ganz nett ausschauen. Okay. Das sieht noch keiner. Also das ist ja unfassbar. Unfassbar. So. Ja, irgendwie auf die Bänke hat keiner Bock, oder was? Auf die Bänklines hat anscheinend keiner irgendwie große Lust. Lust. Ah. So, ein Kaufmann bittet um eine Audienz. Jetzt ist er weg. Hab ich gehabt. Da haben wir Pech gehabt. Cutie Beauty. Ja, aber das sieht schon mal ganz gut aus. Es entwickelt sich langsam. Ne? Das entwickelt sich langsam. Hier wird die dann in aller Wahrscheinlichkeit auch noch.
Ja, bei den Steinfenstern ist es halt doof, weil die eine andere Farbe haben, ne? Und Holzfenster dahin machen, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das so doll ist. Ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht. Der, auf die Bänke will keiner. Die auch nicht. Die versacken mir da alle. Und zwar in schieren Massen. Hm. Da schon her. Was da vorne voll oder was? So, Wand. Oh ja, guck mal. Der plätschert. Das ist doch schon mal schön. Das ist doch schon mal in Ordnung. Mhm. So habe ich mir das vorgestellt. Ja. Das passt. Mhm. 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 Schaut irgendwie so aufgeräumt aus, mein Kloster. Was ist mit mir los? Ach, das Alter. Das Alter. Wahnsinn. Hm. Na schau, das ist doch schön. Ein bisschen Gebimmel schadet nie. Mensch, was mache ich mit dieser riesengroßen Front jetzt hier? Hm. Das ist. Die ist mir. Buntglasfenster ist totaler Quatsch. Ja. Das ist ein totaler Quatsch. Was haben wir denn in der Mod eigentlich drin? Lass mal kicken. Was haben wir denn? Lass mal gucken. Auf jeden Fall Schornsteine. Das ist schon mal gut. Nee. Nö, nö. Obwohl, sowas kann man ja eigentlich nehmen. Solche. Na? Das macht, glaube ich, jetzt nicht so den Kohlfett. Da würde ich dann... So. Lass mal gucken. Speicherst du schon wieder? Ja. So. Und das kann ich ja noch ein bisschen schöner hier verschieben dann. Ein bisschen weiter vor. Da. Hammer's. Hammer's. Jawohl. Das schaut doch ganz gut aus. So. Dann würde ich sagen... Red. Kann ich das eigentlich auf Blue stellen? Ich will nur mal was gucken. Aber das ist halt Fachwerk, ne? Und es snappt nicht. Da musste... Ich weiß nicht. Kann ich das in der Höhe verstellen? Ja. Puh, das wird ein Gefriemel, ey. So, wenn ich das jetzt packe, kann ich dich dann auch... Nein. Nein. So. Bisschen drehen. So. Ja, aber da passt der Abschluss hinten nicht. Da passt der Abschluss hinten rein nicht. Was ist mit dir? Du gehst ein bisschen... Nee, du bist dasselbe in Grün, oder? Du bist doch dasselbe in Grün. Erzähl mal nichts. Obwohl? Nee. 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 Kriegen wir so nicht hin. Das kriegen wir so nicht hin. Und das ist hier eher in so einem hellen Farbton. Das passt halt überhaupt nicht dazu.
Das passt so gar nicht dazu. Machen wir mal einen Schornstein da rein. Wupp. Bin ich von der Höhe einigermaßen? Ja. Wupp. So. So. Ja. Das geht. Das geht. Und dann machen wir da noch. Nee, bin ich nicht so weit. Ist das auch zu weit? Nee. Das ist nicht so weit. So vielleicht. So. Oder warte mal, können wir mal so machen. So. Ja, guck mal. Guck mal. Das ist doch nett. Schauen wir mal, wie es ausschaut, wenn es gebaut ist. Kicken wir mal. Bauen. Ja, Hauptsache es dampft. Ja, guck mal, das passt doch. Hauptsache es dampft. Ne? Ich will ja mal nicht so sein. So, lass mal das ausgucken. Wir hatten doch hier auch noch so ein paar schlanke Dinger, oder? Bist denn du für eine Trauerweide? Das ist zu hoch. Ja. Ja. Nein. 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 Mit den Pappeln haben sie es aber auch übertrieben da. Ahorn, Ahorn. Das baut mir aber hier alles so ziemlich zu, ne? Obwohl, wenn man das hier so setzt. Nur mal gucken. Nur mal gucken. Dann drehen wir das hier mal so. Und setzen das dann hier so hin. Na komm raus. So? Ja, dann sind aber die da drüben total eingebaut, ne? Da hätten wir uns die Fenster da sparen können. Das ist nix. Das ist nix. Damit könnte ich einigermaßen noch leben. Puh. Vielleicht mal hier nur so eine kleine Tanne. Hier ist was Kleines vielleicht. So. Das ist nicht ganz so schlimm. Ja, komm. Das kann man lassen. Zack. Zack. Nehmen wir uns hier noch. Nein. Nehmen wir uns hier noch. Nein. Nein. Da will ich hin. So. So. Und da können wir doch eigentlich noch ein bisschen Buschwerk drapieren. So, ein bisschen einfassen. So. Ja, ich denke mal, das können wir so lassen. Da kommt hier noch einer hin. Zack. Und wo machen wir noch einen hin? Zack. Zack. So. So, was mich die ganze Zeit ein bisschen irritiert, habe ich irgendwas an den Einstellungen geändert? Einstellungen, Grafik, Gras. Partikel. Da. Weit. Sehr nah. Okay. Nee. Das war's jetzt nicht, ne? Einstellungen, Grafik. So. Ich dachte mir schon die ganze Zeit, warum schaut das Gras so komisch aus? Jetzt mit dem Schuh draus. Jetzt schaut es schon mal ganz, ganz anders aus. Ne? So, dann muss ich nämlich hergehen und sagen, da müssen wir jetzt nachbessern. So, da würde ich sagen, machen wir erstmal hier mal ein bisschen den Platz vorne dran. So, dann machen wir hier so ein bisschen. So,
Und dann geht natürlich ein Weg. Den würde ich hier so lang laufen lassen. Hier so rüber. So. Und dann hier einfach mal so zwischendurch. Chakalaka. So. Das sollte reichen. Das sollte reichen. Und hier möchte ich ganz gerne so ein, schon so ein bisschen einen Platz haben. So. Und hier. Ja. Hier machen wir es dann so. Einmal hier raus. Und dann lassen wir das Ganze hier noch ein bisschen bereinigt. So. Bauen. Mhm. Ja, guck mal. Guck mal, guck mal. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Und dann machen wir hier noch. Dann sind wir da. Üp. Auf der richtigen Seite. Gehen wir hier einmal durch, als wenn da jemand durchlaufen würde. Was natürlich keiner macht. Und wir werden den Bereich mal kompletti dutti. So. Bauen. Ja. Das ist okay. Das ist okay. Die Ecke lassen wir hier mal. Ja, dann ist das Karree doch eigentlich... Mir gefällt die Mauer irgendwie nicht. Mir gefällt die Mauer nicht. Die passt da nicht dazu. Die passt da nicht dazu. Was ist, wenn wir hier so eine kleine nehmen? Und einfach hier so durchziehen? Die hat auch so die falsche Farbe, ne? Die hat die falsche Farbe. Mods... Nature. Da. So. Und hier müsste man ja die richtige Farbe haben. Zumindest eine, die jetzt optisch ein bisschen besser dazu passt. Und dann würde ich die nämlich hier so reinsetzen wollen. So. Und dann hier einfach mal so rein ditschen. So. Ja, besser. Schöner fürs Auge. Ja. Schöner fürs Auge, viel schöner. Viel, 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 viel schöner. Mhm. Mal hier könnten wir eigentlich noch. Ware, nee, Gottes, nee, hier. Da. Danke. Hallo. So. Das können wir hier noch ein bisschen einfassen. So, ein bisschen drehen. Zackalacka. Und hier so. Zackalacka. Und da so. Zackalacka. So. Jetzt. Jetzt. Taugt es mir. Jetzt taugt mir das. Okay. Mach ich mit der Ecke. Ne? Ein bisschen langweilig, ne? Ein bisschen langweilig, die Ecke. Nochmal einen Baum möchte ich da aber nicht hinballern. Was könnte man denn da machen? Hm. Warte mal, wir könnten eigentlich den Bereich... Dann wird da nämlich ein Schuh draus. Jetzt müsste ich nur wissen, was war denn das? Was habe ich denn da wieder genommen? Ach, was haben wir denn da genommen? Dich haben wir nicht genommen. War das das? Ich glaube ja, ne? Wenn man das hier so... So und... Ja, dann hätte ich mir den Busch da auch sparen können, ne? So und... So. So. Ja, dann schaut es hier ein bisschen... Bisschen organischer aus. Jo. Jo, ich hätte gesagt, das kann man so lassen. Ich würde das so lassen. So, und da geht es dann morgen weiter. Und dann haben wir die zwei Abschnitte nämlich auch schon mal geklärt.
aber die schaut auch nett aus. Ganz anders wie meine anderen Klöster, ne? Nicht so chaotisch. Irgendwie aufgeräumt. Ne? Irgendwie schön aufgeräumt. Ja. So kann man das nennen. Gut. Ich habe ja gesagt, die Mauer machen wir erst ganz zum Schluss. Ganz zum Schluss. Hier könnte man sich überlegen, ob wir das Karree nicht einmauern. Ne? Als Schutz. Falls irgendein Mönch auf dumme Gedanken kommt. Aber das schaut dann, glaube ich, doof aus. Das schaut dann, glaube ich, richtig doof aus. Nee, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Jo. Doch. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Das will ich so lassen. Also, Hintergedanke ist nämlich jetzt ganz einfach, dass mir dann hier habe ich die eigentlich? Wo gucke ich denn schon wieder hin? Da. Nebengebäude. Skriptorium. Aber die anderen habe ich noch nicht, ne? Nee. Die anderen habe ich noch nicht. Dann würde ich nämlich auf jeder Seite noch ein Skriptorium platzieren wollen. Das können wir mal ganz schnell mal gucken. Das ist mir zu klein für ein Skriptorium. Das ist mir aber ein bisschen zu klein. Rustikale Halle. Das wäre doch nicht schlecht für ein Skriptorium. Das wäre nicht schlecht. Und in weiser Voraussicht könnten wir auch das so und so machen. Ja. Das würde ich auch gar nicht größer machen wollen. Warte mal, ich muss jetzt erstmal hier mal platzieren. So. Das Ganze da ein bisschen weiter rein. So, dann kannst du, glaube ich, weg. Ja. So. Du warst es, ne? Ja. Warte mal, ich muss jetzt erstmal diesen rustikalen Gang. Den packt man dazwischen. So. Und dann nochmal so eine rustikale Halle. So. Und jetzt muss ich irgendwas da hinsetzen, damit der nicht wieder rummeckert von wegen, ist zu weit weg. Pack mal das mal dahin. Und dann. Damit habe ich angefangen. Können wir das Ganze mal ein bisschen vermitteln? So. So ist gut. Sogar noch ein Stück weiter nach hinten. So. Das ist doch nicht schlecht. Das ist doch gar nicht mal so doof. Ja. Das taugt mir. Dann kannst du weg. So würde ich das, glaube ich, lassen. Ja. So können wir das lassen. Okay, baue ich. Kann ich nicht bauen? Warum kann ich nicht bauen? Ach so, weil ich keine Türen habe, ne? Da fehlt's an den Türen. Hier können wir jetzt mal so einen großen nehmen, oder? Das passt doch ganz gut dazu. Dann würde ich nämlich da links und rechts nämlich keine Türen machen wollen, sondern nur hier. Das ist in Ordnung. Und damit das Ganze noch ein bisschen ausgefallener wird, natürlich kein Glockenturm, aber so ein rustikalen Turm. Links und rechts. So und so. Geh mal weg. So. Das hat was. Das ist imposant. Das nehme ich. Das baue ich. Lass mal bauen. So.
Das gleiche machen wir nämlich dann hier drüben. Ja. Das ist, glaube ich, in Ordnung. Oder? Nee, machen wir nicht. Wir werden hier quasi dann den Essensbereich machen. Für beide. Dann haben wir hier das Skriptorium da drüben. Dann haben wir ein bisschen Abwechslung drin. Das glaube ich, kommt besser. Das kommt besser. Ja, das machen wir. Das machen wir. Jo, das finde ich schön. Das ist okay. Das ist okay. So. Gut, Kinders, dann würde ich an der Stelle sagen, wünsche ich euch einen wunderschönen restlichen Samstagabend. Wir sehen uns dann in aller Frische morgen am Sonntag. Und dann geht's drüben bei den Nonnen weiter, na, weil die Mönchis haben wir ja jetzt mehr oder weniger abgeschlossen. Na. Also, ich wünsche euch was. Bis dahin. Tschüss.